Yashica, ein Markenname, mit dem auch ich eine ganze Menge anfangen kann. Meine allererste Spiegelreflexkamera. 1980 habe ich die gekauft. Das ist lange her. Damals hatten die auch noch richtig Geld, schöne Hochglanzanzeigen in Fotomagazinen zu schalten. Ganz wunderbar. Irgendwann ging Yashica jedoch pleite, wurde verkauft an einen koreanischen Konzern. Der Markenname ging dann wohl irgendwann weiter nach China. Und von genau dort kommen jetzt diese etwas geheimnisvollen Videos, die eine junge Frau mit alten Kameras zeigen. Bisher war nicht so ganz klar, was es da geben wird. Das Einzige, was es auf der Webseite yashica.com gab, war eine Vorsatzlinse für ein Handy. Gut, kann man auch mit fotografieren, ist nett, macht aber noch keine neue Kamera. Nun hatte ich diese Folge schon aufgenommen und mal spekuliert, dass da nichts mehr kommt. Währenddessen kam aber tatsächlich etwas Neues, insofern muss ich das jetzt hier noch mal ganz schnell neu aufnehmen. Im neuesten Video heißt es, es wird eine unerwartete Kamera geben von Yashica, aber ein Kickstarter-Projekt. Das heißt, es ist mal wieder überhaupt nicht klar, ob das was wird, weil Kickstarter heißt immer, wenn genug Geld zusammenkommt, dann wird es produziert. Kommt nicht genug Geld zusammen, ja, dann wird es halt nicht produziert. Die Sache kommt aus China. China, ich bin immer ein bisschen zwiespältig. Ne? Auf der einen Seite vieles Billige, viel Tinnef. Auf der anderen Seite werden in China inzwischen auch sehr viele hochwertige Sachen produziert. Insofern kann das vielleicht auch eine ganz spannende Kamera sein. Wir werden sehen, wir müssen abwarten und einfach mal gucken. Ich bleibe allerdings dabei. Ich erfreue mich dann erstmal an meinen alten Yashicas. Dafür ist nicht die einzige. Falls ihr mal auf dem Flohmarkt seid und eine funktionierende Yashica findet, eine alte analoge, kauft sie. Das sind tolle Kameras, haben tolle Objektive, kann man richtig schön mitarbeiten. Übrigens auch das Objektiv, mit dem ich hier filme, ist auch so ein olles Yashica. Okay, jetzt habe ich den Markennamen oft genug gesagt. Ich kriege kein Geld dafür, deshalb blende ich auch keine Werbesendung oder so ein Blödsinn ein. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Update.